Es ist das letzte Spiel. Wir spielen zu Hause in unserem Stadion und ich glaube, jeder weiß, was zum Tun ist. Also 3 Punkte müssen wir holen. Austrianer sind sehr junge Spieler, auch so wie wir. Technisch sind wirklich sehr stark. Aber ich glaube, wir sind auch sehr gut und wenn wir auch 2 Kämpfe annehmen und taktisch sehr gut spielen, dann holen wir den 3 Punkte. Natürlich vorne müssen wir die Torchancen nutzen, ja. Wir wollen gut darstellen, eine gute Leistung zeigen und dass wir das letzte Match drüber bringen und einfach mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Es wird anstrengend, das Young Wilds ist sehr jung, spritzig, haben in den letzten Spielen sehr gute Ergebnisse geliefert und wir müssen einfach gut dagegen halten und unsere Chancen machen, dass wir eine Chance haben und punkten dafür. Du hast ja angesprochen, dagegen halten, das hat man ja zuletzt auch gegen FAC und auch gegen GAK auswärts geschafft. Was hat da noch gefehlt, damit man ja auch Punkte mitnimmt? Wir waren in beiden Matches nicht schlecht, haben gegen FAC ein bisschen die Anfangsminuten verschlafen, dann haben wir super mitgehauen, haben gute Chance gehabt, haben es leider nicht gemacht, hätten die Partie tragen können. Aber bei Young Violet schauen wir, dass wir nicht verschlafen die ersten paar Minuten und dann machen wir die Partie. Was wird wichtig sein am Freitag, was glaubst du? Fußball spielen. Das ist ganz wichtig, weil die probieren auch Fußball spielen. Wir müssen kompakt stehen und ja, die Torchancen nutzen, was ganz wichtig ist. Ja. Und erste von Anfang an, erste 10 Minuten und zweite Halbzeit von Anfang an müssen wir extrem aufpassen, weil es eben unsere Probleme ist, dass wir immer von Anfang an Halbzeit die Tor bekommen. Ja. Dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir die Fehler voneinander ausbessern und dass wir unsere Torchancen machen. Ja, zuletzt hat man ja 6 Niederlagen in Folge einstecken müssen. Ja, was spricht dafür, dass man da am Freitag zum Abschluss nochmal einen Sieg einfahren kann? Ja, alle 6 Niederlagen tut sehr extrem weh, natürlich. Aber die Jungs haben natürlich viel gelernt. Wir haben viel analysiert, die Spiele. Und ja, es ist das letzte Spiel. Wir können nur das gut machen und das letzte Spiel mit einem Sieg enden, ja. Ja, wir sind sehr jung in der Verteidigung, die ganze Mannschaft eigentlich. Wir sind unerfahren, aber trotzdem haben wir gegen FAC gezeigt, dass wir in der Defensive auch was drauf haben, auch wenn wir die ersten Minuten verschlafen haben. Aber das ist keine Ausrede und gegen Young Violets machen wir es besser und da reißen wir die Partie. Ja, man muss aber auch sagen, die Ergebnisse spiegeln nicht unbedingt Leistungen wider. Man hätte sich durchaus den einen oder anderen Punkt mehr verdient, oder? Ja, natürlich, wenn man Spiele schaut von Anfang an, also nach dem Corona, wir haben sehr viele Spiele, also erste 5, 6 Spiele, wir haben super mitgespielt gegen Klagemund, gegen den Ried, aber leider, eben, wie gesagt, heuer haben wir kein Glück, dass alles, was für Torchancen wir haben und was wir schießen keine Tore leider. Ja. Und wir bekommen halt so einfache Tore, zum Beispiel Standardstore, was unser Problem war immer von Saisonanfang. Und ja, ich hoffe, also am Freitag gewinnen wir das Spiel und dann ist alles besser halt. Wir sind top motiviert, die ganze Mannschaft wird einfach nur gewinnen und sagen, dass eine junge Mannschaft, wie wir jetzt sind, gewinnen können. Und wir werden einfach mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen und werden das auch schaffen. Ich glaube, die Jungs sind ziemlich müde, glaube ich, aber jeder weiß, was zu tun hat. Es kommt neue Trainer ab nächster Saison. Jeder hat was zum Beweisen und ja, die Jungs werden kämpfen und wir geben alles, damit wir den 3 Punkte holen, ja. Naja, man freut sich schon, dass es zu Ende ist, aber wir haben noch ein Spiel und das nehmen wir komplett ernst. Und wir werden nicht nur zum Spaß spielen, wir wollen einfach gewinnen. Und wir wollen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Wie wichtig wäre, dass man zum Abschluss nochmal ein Erfolgserlebnis einfährt? Ja, ich glaube, sehr wichtig, weil das brauchen wir, das hatten wir nur leider einmal, also gegen Horn. Und ich glaube, jeder will das letzte Spiel trotzdem zu Hause feiern und das wird eh schön sein, ja, für Moral auch. Und dann haben wir den 10 Tage frei und das wird ja extrem helfen für die nächste Saison. Ja. Wir geben alles und wir schauen, dass wir den 3 Punkte holen und zu Hause dann in Kabine feiern können. Ja. Wir haben sehr gut trainiert. Auch heute war ein bisschen lockerer Training. Morgen das Abschlusstraining und ja, und dann fürs Freitag sind wir hoffentlich bereit, ja.